Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Oh, es wird Rauch aus dem Haus der Flatz gemeldet, meiner Treu. Es wurde gemeldet, dass Rauch aus dem Hause der Flatz kommt. Ihr müsst euch beeilen. Mrs. Price. Und uns sind die Eier ausgegangen. Ich komm ja schon. Vielen Dank, Mrs. Price. Wirklich sehr nett von Ihnen. Na, hat Norman Sie heute Morgen richtig verwöhnt? Oh nein. Ich glaube, mein kleiner Engel liegt noch im Bett. Aber Sie sollten heute ausschlafen. Ja, Norman sollte Ihnen Frühstück machen. Oh nein, ist denn schon wieder Muttertag? Überraschung! Einen schönen Muttertag! Och, mein Norman, du bist doch ein Goldstück! Von wegen! Aber das war doch nur eine Packung Cornflakes! Wie wär's, wenn ihr jetzt nach Hause geht? Ihr wolltet eurer Mutter doch Eier kochen! Und macht die Küche nicht so schmutzig! Und? Erwarten mich heute vielleicht noch mehr tolle Überraschungen, Norman? Nö, das war's. Ich gehe jetzt Skateboard fahren. Oh. Tut mir sehr leid, Sam, aber das war wohl falscher Alarm. Mandy hat heute Morgen Frühstück für Helen gemacht. Und Dad hat geholfen. Und ihm ist der Toast angebrannt. Angebrannt. Ich hab nur vergessen, dass der Toast im Toaster war. Hat jemand Lust auf ein frisches Toast? Ich lass ihn auch nicht anbrennen. Nein, danke, Mike. Wir müssen zurück in die Wache, falls es einen echten Notfall gibt. Bis bald. Hallo, Norman. Hi, Mandy. Wollen wir eine Runde Skateboard fahren? Das geht nicht, Norman. Ich verbringe den Tag mit meiner Mom. Heute ist nämlich Muttertag. Hast du deiner Mom heute schon eine Freude gemacht? Oh ja. Ich habe ihr eine Packung Cornflakes geschenkt. Aber Norman, das ist doch kein Geschenk zum Muttertag. Mandy hat mir in der Schule diesen Briefkasten gebastelt. Ja, ich hatte auch angefangen, einen zu basteln. Aber dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Soll ich dir helfen, ihn fertig zu basteln, Norman? Nein, danke, Mike. Der war sowieso nicht so gelungen. Aber wir könnten deiner Mom in meiner Werkstatt auch etwas anderes basteln. Und was ist mit Skateboardfahren? Meinst du denn, das wäre das richtige Geschenk für deine Mom? Unser spezielles Muttertagsessen, Trevor. Du bist herzlich eingeladen. Sehr nett von dir, Charlie. Aber meine Mutter lebt leider in Amerika und ich glaube nicht, dass sie es rechtzeitig zum Abendessen schaffen würde. Du könntest ihr natürlich auch ein Schlüsselbrett basteln. Lieber nicht. Wie wär's mit einem Fußschemel? Nein. Gibt es denn nichts Einfaches, was ich basteln kann? Ich weiß was. Kann ich das hier haben? Na gut. Aber wofür? Hier, das ist ein Kerzenständer. Darüber wird sich Mom sicher riesig freuen. Oh, gut. Aber vielleicht solltest du noch ein Querstück einbauen, damit der Kerzenständer stabiler wird, Norman. Nein, danke. Das reicht so. Jedem falschen Alarm wird unsere kostbare Zeit vergeudet, Sam. Wenn nun ein echter Alarm gewesen wäre, als ihr nicht hier wart. Tut mir leid, Sir, aber das war ein echtes Missverständnis. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Ja, du hast ja recht. Oh, oh, da, Elvis. Oh, Strom aus, Feuerlöscher. Hoppla, entschuldige, Penny, das war wohl dein Toast. Hallo, Norman. Heute Abend gibt es im Kabeljau-Café ein spezielles Muttertagsessen. Willst du da nicht mit deiner Mom hingehen? Nicht nötig. Ich habe ihr schon etwas gebastelt. Hier. Hm. Was soll das denn bitte sein, Norman? Na, ein Kerzenständer natürlich. Wirklich? Besonders viel Mühe hast du dir damit aber nicht gegeben. Hi, Mom. Ich habe dir was zum Muttertag gebastelt. Hier. Oh, Norman, das ist entzückend. Das ist ein Kerzenständer. Oh ja, eindeutig. Dankeschön, du bist ein Schatz, Norman. Wie wär's mit Abendessen im Kabeljau-Café? Oh, aber gern doch, Trevor. Nein, ich meinte zum Muttertagsessen mit Norman. Oh nö, wir essen doch schon jeden Tag zu Hause zusammen. Da kommt dein Essen, Mom. Das riecht sehr lecker, Gwendolyn. Ich war heute mal nicht der Koch und habe mich ausgeruht. Ich habe heute gekocht und zwar mit Hilfe meiner beiden fleißigen Assistenten. Hm? Hallo, Dillis. Wo ist denn Norman? Oh, tja, der fährt draußen Skateboard. Aber das hat er mir zum Muttertag geschenkt. Und was ist das? Das sieht aus wie ein Flaschenverschluss, der auf ein Stück Holz genagelt wurde. James, sei doch nicht so vorlaut. Das ist ein Kerzenständer. Hast du was dagegen, wenn ich ihn gleich benutze, Gwendolyn? Nein, Dillis, natürlich nicht. Wenn's dir Freude macht. Oh, puh. Muttertag ist total langweilig. All meine Freunde sind heute bei ihren Müttern. Und alleine Skateboard fahren macht echt keinen Spaß. Vielen Dank für die Einladung, Trevor. Das war eine reizende Idee, ein Essen bei Kerzenschein. Huch! Entschuldigung. Oh! Oh, Achtung, Dillis! Oh! Feuer! Keine Panik, Ruhe bewahren. Wir müssen das Café alle sofort verlassen. Kommt, Kinder. Feuer im Kabeljau-Café, meiner Toll! Feuer im Kabeljau-Café, Beeilung! Diesmal ist es kein falscher Alarm, Sam. Charlie hat selbst angerufen. Was ist denn da wohl los? Gut, dass Sam da ist. Penny und Elvis, ihr nehmt die Schläuche. Ich werde prüfen, ob noch jemand im Café ist. Ist gut, Sam. Mom! Mom! Norman, bleib da! Aber Mike, meine Mom ist doch da drin. Deine Mom ist da drüben, Norman. Norman! Oh, Mom. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Oh, Norman. Dann bin ich dir also doch nicht ganz egal. Aber natürlich nicht. Du bist doch meine Mom. Tut mir leid mit dem Kerzenständer, Mom. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gefährlich werden kann. Aber jetzt habe ich dir ein ganz sicheres Geschenk gebastelt. Und zwar ein Briefkasten. Und stell dir vor, ich habe ihn auch selbst bemalt. Gefällt er dir? Oh, Norman, der ist ja bezaubernd. Du bist wirklich ein richtiges Goldstück, mein Junge. Oh, Mom. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.